Erstes Heimspiel vom MSV, schon jetzt herrscht Konkurrenzkampf. Im Mittelpunkt steht hier aber nicht der Ball, sondern die Fanverteilung auf den Rängen. Markus Petersen und Sebastian Paradis hatten eine Idee. Ihr Ziel, kaum Karten für RWE-Fans übrig lassen und gleichzeitig bedürftigen Zebras eine Karte ermöglichen. Jeder, der das auch so sieht, kann in einen Fonds spenden. Der Zebra-Fonds, der ist dafür gedacht, grundsätzlich sozial schwächere Duisburger und bedürftige Duisburger ins Stadion zu holen. Und Ziel ist jetzt natürlich für dieses Spiel gegen Rot-Weiß Essen, dass wir die Arena in Weiß-Blau halten. Die Essen haben ja schon 10% oder mehr als 10% bekommen, 5000 Karten. Und wir wollen halt schauen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass der Rest, der noch verfügbar ist, da auch entsprechend an Duisburger geht, die am besten auch noch was für den MSV übrig haben. Jeder einzelne Euro wird in die Tickets gesteckt. Was als spontane Idee begann, hat über Nacht einen schweren Stein ins Rollen gebracht. Markus Petersen ist überwältigt von der Anzahl an Spenden. Um alle Karten an den Mann zu bringen, müssen sie sich nun Unterstützung holen. Als wir Mittwochmorgen dann wach geworden sind, hatten wir die ersten 600 Euro auf dem Konto. Das hat dann bis zum Nachmittag solche Dimensionen angenommen, dass wir aber einen Stand von über 2000 Euro waren und am späten Nachmittag sogar eine Einzelspende bekommen haben von über 2000 Euro von einem Einzelnen, sodass wir dann gesagt haben, okay, das nimmt jetzt Dimensionen an, wir müssen größer werden damit, wenn dann. Wir haben uns dann andere Partner auch mit ins Boot geholt, wie die Zebra Kids, Zebras helfen Zebras. Ja, das sind Organisationen, die Bedürftigen sowieso schon Karten zur Verfügung stellen. Also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Spender sorgen für eine streifenreiche Einheit, die Empfänger können kostenlos ins Stadion und der Verein profitiert von einem höheren Umsatz. Deshalb hier nochmal der Appell an alle Duisburgerinnen und Duisburger. Ja, liebe Zebras, wir brauchen euch, wir brauchen den MSV, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir hoffen, dass ihr weiter fleißig spendet, dass ihr weiter über die Plattform unsere Botschaften teilt. Und wie gesagt, PayPal, Zebrastian und der Bankaccount, da könnt ihr weiter fleißig spenden. Wir bauen auf euch. Ja, nur mit euch schaffen wir das. Wir möchten so viele sozial Benachteiligte mit unterstützen, wie es geht. Und wir möchten so wenig Essener, wie es nur geht, mit diesem freien Verkauf unterbinden, ja, dass die auch noch ins Stadion kommen. Unterstützt uns, lasst uns gemeinsam die Hütte voll machen. Nur mit euch schaffen wir das. Es sind noch knapp 2500 Karten übrig. Theoretisch könnten also noch so viele Essener ins Stadion. Es bleibt also spannend, wie viele Streifen dann am Spieltag die Arena zum Beben bringen.